Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück in Let's Play Medieval. Nee, Grand Ages Medieval. Es ist schwierig, ne? Wenn du den ganzen Tag unterwegs warst, ja, und dann abends dich hier hinsetzt und nochmal aufnimmst, dann kommst du durcheinander. Jarl von Skandinavien. Was? Alter. Was bist du da? Leoparden, ihr spinnt wohl. Okay, Freunde, pass auf. Ich bilde jetzt in Oslo, weil wir es schon lange nicht mehr gemacht haben, bilde ich mal ein paar Siedler aus. Ich will hier oben mal ein bisschen, weiß schon, ne? Mit Liebe an die Sache rangehen. Und will hier nochmal das ganze Gebiet für uns ein bisschen mehr mit Liebe beeindrucken. Unser Bündnis verdient eine... Mach mal... Dieses neue... Handelsabkommen mit denen ist super. Die stellen, glaube ich, auch den Kaiser im Moment. Oder? In Budweis. Gucken wir mal. Neue Siedlungen machen mit Sicherheit Sinn. Was seid ihr denn da? Speer vom Ivan. Also er heißt wirklich so. Kann ich mal zeigen. Ivan. Ich sag das jetzt nicht irgendwie mit einem komischen Unterton. Der heißt halt so. Ich kann ja auch nichts machen. Der heißt halt so. Guck an. Hier haben wir diese Karte, diese Rohstoffkarte. Da würden wir Fälle bekommen. Hier ist der Einflussbereich. Und hier, ihr seht schon, hätten wir das damals gewusst, hier sind die Einflussbereiche natürlich ganz, ganz heftig überzogen. Und ich will hier oben ganz gerne mal eine neue Fellsiedlung haben. Hier mal Honig. Hier oben hätten wir Trauben im Angebot. Das ist noch viel interessanter gerade. Für mich im Augenblick zumindest. Schauen wir mal, ob wir den hier hochkriegen, den Kumpel. Weil da holen wir uns nämlich hier da diese ganze Gegend noch mit. So, und schauen wir mal. Nicht schlecht. Das klingt doch für mich nach einem Argument. Steinkier. Machen wir mit. Ein schönes Land. Ein schönes Land. Und wieder schmecken. Straßenroute festlegen. Von Hernö nach da hoch. Jo. Eine gute Wahl. Eine gute Wahl, my lord. Da gehen wir auch nochmal rein. Ein schöner Weg. Genau, ist ein echt schöner Weg. Also sehe ich auch so, muss man mal sagen, ist ein herrliches Gerät, ne? Also, da kennst du nix. Musst du durch als Lurch. So, hier werden wir auch mal wieder zur Burg auf, einfach weil wir es können. Und weil wir die Rohstoffe ohnehin da haben. Und da können wir unser zentrales Kernland natürlich auch dementsprechend hoch aufrüsten, ne? Ich meine, ich bin jetzt auch... da ehrlich gesagt wirklich wahnsinnig bereit dazu, unheimliche Summen auch auszugeben, einfach weil es dadurch natürlich auch vorangeht. Errichtet ein größeres... Ja, du kriegst dein Götteshaus, ja genau, dein Gotteshaus kriegst du natürlich. So, und unsere Bautrupp ist jetzt da und baut hier aus dem Feldweg, bauen die jetzt hier, schau mal her, wie das aussieht. Da wird hier ein bisschen Schotter aufgelegt, ja, und dann geht das hier hoch. Aber wir haben natürlich auch schon wieder einen nächsten Siedler. Den schicken wir jetzt hier oben. Muss mal aufpassen. Die haben natürlich, wie gesagt, Wirkungsradien. Die sind natürlich jenseits von Gut und Böse. Da geht auf jeden Fall gerade nichts. Aber die Fälle hier oben, wie gesagt, die möchte ich noch ganz gerne mitnehmen. Die hätten die jetzt auch. Hier hätten wir noch Kohle, Honig ohne Ende. Mir fehlen ein bisschen Rohstoffe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünschte mir vom Entwickler da tatsächlich diesbezüglich noch deutlich mehr Rohstoffe. Das wäre extrem schön, wenn da jetzt noch viel, viel mehr kommen würde. Also da wäre ich auch der Erste, der schreien würde, ja, mehr Rohstoffe, gib mir. Weil ich finde, da fehlt es einfach noch wahnsinnig. Auf dem Weg. So, der geht jetzt hier rüber, macht hier von Hernü, macht er hier die Nachbarinsel fertig. Wir wandern los. Gut, okay. Und in der Zwischenzeit können wir hier weiter gucken, dass wir dann auch Siedler, Karren umverteilen. Und zwar die Leute, die jetzt nicht besonders gut laufen. Der zum Beispiel, Falco. Die alte Plinse. Schau ihn dir an. Der läuft mir hier total falsch. Machen wir mal drei weg von dir. Damit gehst du auf jeden Fall schon mal wesentlich deutlich besser vor. Okay, Falco, pass auf. Wir planen deine Route jetzt neu. Und zwar von hier, nach dort, wieder zurück und da hoch. Ja,
ist ein Wort. 6 Städte auf der Route, 6 Wochen. Einmal pro Woche in eine Stadt. Finde ich, ist ein Argument. Kann man machen, ne? So, was fehlt jetzt hier? Jetzt pass auf, jetzt müssen wir mal ein bisschen strategisch gucken. Was ist jetzt hier im Umkreis? Wir könnten aus Steinkier, könnte man natürlich jetzt auch ein paar Sachen machen. Also Wein muss auf jeden Fall hier angebaut werden, fehlt uns. Wolle, Tuch. Für die es noch keine Betriebe gibt, kannst du auch wieder abwählen. Ja, das stimmt allerdings. Felle. Wein und Felle produzieren wir jetzt hier. Wir könnten hier oben in die Backwaren noch mit einsteigen. Ja, wobei, nee, die haben wir hier drüben schon. Wir könnten Getreide produzieren, weil das kommt momentan nur aus Oslo. Und von denen, aber die produzieren wahrscheinlich wieder nur wenig. Tücher produzieren wir hier, Wolle. Und wenn wir da noch Felle produzieren, dann könnte man natürlich hier auch in die Kleidungsgeschichte noch mit einsteigen. Da hätte man nämlich schon einen Teil da. Der Rest kommt natürlich von unten hoch. Da hätte man da schon mal einen deutlichen Vorsprung. So, jetzt gucken wir mal gerade, was haben wir jetzt hier. Wir könnten mit Werkzeug, könnte man nichts machen. Aber da sollte man vielleicht auch nochmal gucken, dass wir Kohle und eben Eisen produzieren. Okay. Ich gebe jetzt vorsichtig mal einfach eins in Auftrag von allem, damit die hier schon mal wild loslegen können. Ein Gasthof bauen wir hier. Bauhof baue ich auch gleich, auch wenn er nicht kommt. Und ein Depot gibt es auch noch aufs Auge, damit die einfach hier mal Gas geben können. Die Händler, wie gesagt, sollten natürlich dann auch langsam, aber sicher da hinbekommen. So, der Handelskarren ist auch immer wieder mal voll, höchste Auslastung. Jetzt 29%, die auf 16 runter ist okay. So, Lasse, warst du hier runter? Da hast du auch eine total bescheuerte Route, ne? Da müssten wir mal unserem Bautrupp einen neuen Befehl geben, aber das machen wir später. Jetzt schicken wir erstmal unseren Siedler los. Ach ne, wir haben ja unten hier noch einen stehen. Also los! Jetzt haben wir hier ein bisschen Felder. Ach so, da sieht man ja auch, was der da kann, ne? Viel können tun die hier natürlich alle nicht, ne? Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber der hat natürlich einen wahnsinnigen Aktionsradius. Wobei hier natürlich die Grünflächenausweitung ganz, ganz heftig wäre. Und wir haben hier ein relativ seichtes Gebiet. Würde sich eignen für eine kleine Stadt. Rovaniemi. Sind wir dabei? Land. Das ist prima, oder, Freunde? Seht ihr auch so? Wir hätten mit 800 hier rauf, oder was? Ja, lass mal. Wir könnten ihm natürlich auf dem Weg noch einen Karren mitgeben. Aber jetzt schauen wir mal, solange unser Bautrupp hier vorankommt, bin ich der Letzte, der sagt, okay, müssen wir uns was anderes überlegen. So, was können wir hier noch machen? Ich bräuchte natürlich jetzt irgendwelche... Hier unten müssen wir mal Truppen aufräumen. Aber ich würde ganz gerne hier nochmal rangehen. Wisst ihr, wie ich meine? Wir verlegen jetzt erstmal unseren Siedler hier rüber. Beide Siedler. Weil die stehen sonst nur in Oslo rum und müssen dann 100 Jahre darüber wandern. Das muss nicht sein. Schaut hier aus Blütezeit. Ja, okay, naja, da müssten wir halt mal Leute rüberschieben. Aber das machen wir jetzt alles noch nicht. Wir haben Geld ohne Ende. Das funktioniert tatsächlich auch ganz nett. So, was geht man hier an? Fisch wird auf jeden Fall hier produziert. Wolle könnte man machen. Salz könnte man auch machen. Honig. Honig haben wir auch in der Regel relativ wenig. Und Früchte kommen. Das wird nur so eine Versorgungsgeschichte hier werden. Da produzieren wir mal immer ein bisschen was. Einfach so einen Fünfersatz oder sowas. Einfach damit die schon mal was in Vorleistung geben können. Und dann ist das Städtchen hier auch eine wirklich nette Idee eigentlich. Also ich sehe da jetzt einen relativ guten Fortschritt, wenn wir das so lassen würden. Da ist wieder ein Siedler, der muss natürlich auch verschoben werden. Wie gesagt, wir versuchen jetzt Skandinavien hier auch nochmal, vielleicht da nochmal einen Außenposten zu errichten. Hier hinten haben wir ja noch, glaube ich, eine freie Stadt. Oder? Zu wem gehörst du? Sicherlich wisst ihr meine formidablen Soldaten und Kasernen zu schätzen.
Formidabel. Ja, wissen wir. Und der Kaiser in seiner einsamen Burg da oben. Ja, wobei, wer weiß, was der hier hinten noch an Ländereien hat. Also es ist nicht so gesagt, ne? Hier, die haben sie auch relativ weit ausgebreitet. Um Bordeaux rum. Ich grüße euch. Sind alle Kaiser? Bin ich auch Kaiser? Fürst? Nee. Kontrahenten? Die sind alle Kaiser. Schau hin. Kaiser, Kaiser, Kaiser. Die haben alle mega Imperien. Also es wird Zeit, dass wir stadttechnisch und gebietstechnisch da auch nochmal richtig Vollgas geben. Und dass wir den Leuten hier mal ein bisschen zeigen, wo der Frosch die Locken hat, ne? Auch hier sehe ich eine schöne Route. Oslo, Hamar, Harnö, Sand und dann hier rüber. Könnte ich mir gut vorstellen. Schauen wir mal, was von den Handelsrouten da ein bisschen rumkommt. Lasse schon wieder. Die alte Dorfpomeranze, du. Er braucht einfach viel zu lang und hat natürlich auch mega viele Karren. Warte mal. Dem nehmen wir jetzt mal so stattliche. Jetzt hat er 200. Nee, das ist zu wenig. 600 sollte er schon haben. Ja, gut, die brauchen halt jetzt auch nicht mehr so viele Karren, ne? Ist ja auch klar. Die haben jetzt eine doppelte Transportmenge. Da können die Vollgas geben ohne Ende. So, gucken wir mal gerade. Lasse ist schon wieder. Jetzt macht er wieder Plus. Höchste Auslastung ist okay. 17%, Magnus. Alte Blinse, ey. Die können wir auch mal auf ich sag jetzt mal, 1,6 runtergehen, Minimum. Auch hier, du kannst auch mal wieder abgeben. 800, zack, weg. Sven. Ne, du hast schon. Bjorn. So. Hier gibt man alle ab, solange die Prozentzahl. Gut, Falco. Falco muss man sagen, Falco kommt mit 800 nicht klar. Der kriegt nochmal 9 dazu. Aber selbst der mit seinen. Mit 800, das könnte schon klappen hier. Ja, mit 1200 vielleicht nicht unbedingt. Selbst das reicht noch nicht aus. Okay, pass auf, ich stelle jetzt mal in Oslo einen neuen an. Da könnte man das Depot natürlich auch noch vergrößern. Habe ich in Oslo kein großes Depot gebaut? Ich trinke doch heimlich, ey. Das gibt's doch gar nicht. Gasthof. Angebote. Ich grüße euch. Nee, da könnte man natürlich wahnsinnig viel Zeug tauschen. Wir werben einen neuen Händler an. In Oslo. Wie schaut Oslo eigentlich mittlerweile aus? Schauen wir mal. Ist ein ganz nettes Dorf geworden, ne? So, hier fehlt ein bisschen das Dach, aber ansonsten ist es eigentlich ganz schön. Kann man so lassen. Ja, unter dem Wappen der drei Fässer geht's natürlich rund. Wobei, dass die so eine Überproduktion an Werkzeugen haben, kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir bauen doch in der gesamten Metropole. Ja, sehr gut. Transitabkommen können wir alles machen. So, und jetzt geben wir dir erstmal wieder Vollgas. Ich will, dass die alle so auf 5 hochkommen. Das heißt, wir pushen den jetzt hier oben mal ein bisschen. Der braucht natürlich jetzt unbeschreiblich viele Bauwaren. Ist mir aber auch klar, ist mir auch verdammt nochmal recht, weil dadurch kriegen wir natürlich im Imperium auch ein bisschen mal den Warenhandel weg. Und hier, ihr seht schon, auch Falco mit seinen 1000 kommt da in dem Fall tatsächlich auch ganz heftig an seine Grenzen. Ne? Jetzt nicht mehr, aber vorher schon. Gucken wir mal gerade, das Spiel wird gespeichert. Jetzt haben wir hier den Händler rumstehen. Und du bekommst jetzt von mir den Befehl Oslo, Hamar, Harnö und dann hier rüber. Und dann gehst du über jede einzelne Stadt sozusagen wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. Genau. Die Reise beginnt. So, du kriegst gleich mal 600er. Das reicht natürlich jetzt noch nicht, aber für hier hinten, für das Kaff, das ist natürlich am Anfang jetzt auch noch relativ, ne? Das wird sich dann auch mit der Zeit einpendeln, da bin ich mir sicher. Und dann werden die Seerouten hier natürlich auch besser laufen. Jetzt gucken wir mal gerade, jetzt hat er hoffentlich auch ein paar Rohstoffe bekommen.
Nicht viele. Der muss jetzt erstmal halt auch diese ganze Strecke abwatscheln. Ne? Das dauert natürlich eine Zeit. Und da gehen halt auch wahnsinnig viele Rohstoffe bei verloren. Wie schaut es jetzt hier aus? Ist der gleich fertig damit? Weil dann können wir nämlich die ganzen Befehle hier durchgeben. Und dann haben wir in Oslo das große Depot stehen. Und das ist ja dann auch ein Wort, ne? Bin mal gespannt, was der Christian Nielsen, ja, was der auf dem Weg dann schafft. Oslo natürlich mit dem Reichtum, der ist schon ordentlich, ne? Schon nicht schlecht. So, jetzt können wir hier mal das Depot aufdröseln. Na, das ist ein Zentrallager. Finde ich schon gut. Auch hier riesiges Depot ist auch ein Wort. Harnö, da kommt jetzt auch eins her. Und auch hier kommt eine große Feste her. Das ist natürlich wichtig. Jetzt am Anfang weniger, später vielleicht mehr. Was hast du? Ich möchte euch ein Angebot. Mach mal gegen Kohle. Für Kohle machen wir alles, Freunde. Aber nicht mehr in der Folge, sondern in der nächsten. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Nur das Beste. Habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf zu Active. Ciao.